glaubst gar nicht, wie ich dich vermisst habe die ganze Zeit. Also lass uns in Ruhe, ja? Du spielst dich ja ganz schön auf. Das war auch höchste Zeit. Auf eins kannst du dich verlassen. Du wirst es nicht schaffen, Uli und mich auseinanderzutreiben. Mann, kapierst du denn nicht? Mama hält dich für den Vater. Wie bitte? Das hast du doch hoffentlich gleich richtig gestellt. Bist du verrückt geworden? Wegen dir hänge ich jetzt mit drin. Also wenn du nicht bald mit den Fakten rausrückst, dann tue ich es eben. Schlaf mit mir. Jetzt. Jackie, ich kann nicht. Keine Angst. Wir sind ungestört. Ich weiß nicht. Das ist das erste Mal, oder? Hey, macht nichts. Ist schon okay. Ja. Was gibt's denn? Ich wollte noch mal mit dir reden. Mama, ich hab dir doch schon gesagt, Frank ist nicht der Vater. Ja, aber darum geht's auch gar nicht. Worum denn? Hast du dir schon Gedanken gemacht, wie es mit dir und dem Baby weitergehen soll? Ja, ich gebe es zur Adoption frei. Also doch. Mama, ich hab lange darüber nachgedacht. Es ist echt das Beste in meiner Lage. Millie. Was redest du da? Was heißt hier in deiner Lage? Ich muss noch zur Schule. Sehen, wie es danach weitergeht. Wie soll ich das alles schaffen, wenn ich nebenher noch ein Kind aufziehen soll? Aber Schatz, du bist doch nicht alleine. Wir werden dich entlasten und dich unterstützen, wo immer es geht. Aber die Verantwortung trage ich allein. Und ich bin einfach noch nicht reif genug dafür. Wir helfen dir. Wir ziehen das Kind gemeinsam groß, ja? Mama, jetzt kapier doch endlich. Ich will das Kind nicht. Das ist deine Entscheidung. Ich hoffe, dass du es nicht irgendwann mal bereust. Wir haben noch so viel Zeit. Zuerst habe ich geglaubt, es liegt an mir. Wieso denn an dir? Blöd, ich weiß. Aber ich habe gedacht, vielleicht magst du mich nicht mehr. Zumindest nicht so. Jackie, ich liebe dich. Ich dich auch. Wir haben uns. Das ist schließlich das Wichtigste. Ja. Ich muss noch mal in die Gemeinde. Ich bin nur hier, weil ich was vergessen habe. Ist schon okay. Ist ja dein Job. Sehen wir uns heute Abend? Du, ich weiß nicht genau, wie lange es dauert. Naja, der wird dich ja nicht die ganze Nacht in Anspruch nehmen. Das wohl nicht. Na also, um 8 bei den Stallungen? Oder hast du für heute schon genug von mir? Natürlich nicht. Also bis heute Abend. Ich freue mich. Tschüss. Tschüss. So, ich glaube, Sie haben jetzt genug Fotos von uns gemacht. Fotografieren Sie doch bitte noch die Geschäftsräume, ja? Puh, so eine Fotosession ist ganz schön anstrengend. Wenn du mir jetzt schon schlapp machst, dann sehe ich schwarz für unseren Laden. Hey, keine Sorge. Geschäfte machen liegt mir mehr als Modeln. Okay. Mein Kompliment. Der Düsseldorfer Einzelhandel ist um eine Attraktion reicher. Danke. Über die Geschäftseröffnung der Edelboutique Bukowski werde ich... Prozeski. Natürlich, Verzeihung. Können Sie mal kurz buchstabieren? Ja. Paula, Richard, Otto, Zeppelin, Emil, Siegfried, Kaufmann, Ida. Ganz einfach, Prozeski. Ich wusste gar nicht, dass die Presse da ist. Bin auch überrascht. Deine Neffen scheinen sich auch ohne dich ganz gut vermarkten zu können.
Ach, hallo, Clarissa. Hi. Ihr habt Zeitungsleute im Haus? Ja, Herr Feldhoff ist vom Düsseldorfer Kurier. Schönen guten Tag. Er schreibt einen Artikel über unseren Laden. Tut er das? Die Nachricht hat mich gar nicht erreicht. Ja, ich dachte, du bleibst als Geldgeberin vielleicht lieber im Hintergrund. Uli, du weißt doch, wie sehr mich euer Geschäft interessiert. Tut mir leid. Herr Feldhoff hat den Termin ganz kurzfristig mit uns vereinbart. Der Artikel soll noch heute in der Abendausgabe erscheinen. Für dich bin ich doch immer erreichbar. Ja, ich habe einfach nicht mehr dran gedacht. Kann ja mal vorkommen. Stimmt was nicht? Es ist wegen Milli. Ich weiß nicht mehr weiter. Jetzt will sie das Kind endgültig zur Adoption freigeben. Weißt du warum? Na, nicht genau. Ich glaube, weil Frank nicht zu dem Kind steht. Hat Milli gesagt, dass Frank der Vater ist? Nee. Aber die Sache mit dem Austauschschüler nehme ich ja auch nicht mehr ab. Ja, aber wie kommst du denn ausgerechnet auf Frank? Ich habe zufällig einen Streit zwischen den beiden mitbekommen. Und nachher wollten weder Milli noch Frank sagen, worum es ging. Und kurz danach hat sich Milli dann für die Adoption entschieden. Aber das ist doch nur eine vage Vermutung. Das passt aber alles so gut zusammen. Erika, sei mir nicht böse, aber du reimst dir da was zusammen. Ach, findest du den Gedanken wirklich so abwegig? Was denkst du denn? Erika, ich will mich da nicht schon wieder einmischen. Du solltest besser mit Arno darüber reden. Ja, das werde ich. Patrick, du siehst nicht besonders glücklich aus. Die Vorfreude auf deine Priesterweihe scheint sich wohl in Grenzen zu halten, oder? Ja, ach, ich bin einfach aufgeregt. Ja, ist auch kein Wunder. Dir geht einiges durch den Kopf jetzt kurz vor der Weihe. Aber mein Tipp, mach dich nicht verrückt. Du weißt, als Freund bin ich immer für dich da. Aber auch als Seelsorger. Wenn du das Sakrament der Buße empfangen willst, ich stehe dir auch als Beichtvater zur Verfügung. Dann stammt also dieses geniale Ladenkonzept von Ihnen, Frau Gräfin. Nicht direkt. Ach, Tante Clarissa, jetzt sei doch nicht so bescheiden, hm? Tante? Ja, wussten Sie das nicht? Frau von Anstetten ist eine geborene Prozeski. Die Schwester unseres verstorbenen Vaters. Wow, das ist eine Schlagzeile. Gräfin von Anstetten nimmt sich ihrer verwaisten Neffen an und führt sie zum Erfolg. Können Sie mir ein paar Einzelheiten nennen? Für einen fähigen Journalisten wie Sie dürfte diese Hintergrundinformation wohl ausreichen. Haben Sie eigentlich schon Fotos von der Außenfassade mit den beiden Geschäftsführern? Noch nicht. Aber das ist eine gute Idee. Helmut, ich brauche noch ein paar Shots von der Außenfront. Kommen Sie bitte mit. 1:0 für Nick. Hat er doch tatsächlich dein wohlgehütetes Geheimnis ausgeplaudert. Wenn schon. Du hast diesmal aufs falsche Pferd gesetzt. Uli hat keine gute Figur gemacht. Ach, ist doch Unsinn. Auch wenn Nick diesmal ausnahmsweise die Oberhand hatte. Geschadet hat er vor allem sich selbst. Das verstehe ich nicht. Das dachte ich mir. Wart's nur ab. Ich mach das schon. Natürlich ist es nicht unbedingt nötig, vor der Weihe den Beichtstuhl aufzusuchen, aber das weißt du ja selbst. Das ist deine Entscheidung. Um ehrlich zu sein, war ich schon lange nicht mehr beichten. Naja, hattest du einfach nichts zu bereuen. In meiner Kindheit ging man jede Woche zur Beichte. Patrick, was ist mit dir? Du lässt dich hängen, schon seit Tagen. Oh mein Gott, es ist wegen der Weihe. Hm. Vor meiner Priesterweihe habe ich mich genauso gefühlt wie du jetzt. Als Diakon hast du dich bereits für den geistlichen Dienst in der Kirche und für die Ehelosigkeit entschieden. Aber als Priester hast du noch mal mehr Verantwortung. Das kann einen schon belasten. Und zu dem emotionalen Stress bei einer Priesterweihe kommt dann noch der ganz alltägliche. Eltern und Verwandte sind da. Die ganze Gemeinde will mitfeiern. Wenn du willst, helfe ich dir und übernehme einen Teil von den Vorbereitungen. Danke dir. Du weißt, du kannst immer auf mich zählen. Als Freund und als künftiger Kollege. Frank? Erika, ich bitte dich, das ist nicht dein Ernst. Ja, überleg doch mal. Frank und Milli kennen sich schon lange, sind befreundet, wohnen zusammen unter einem Dach. Da liegt's doch nahe. Dass Frank sich nachts heimlich zu Milli aufs Zimmer schleicht?
Meinst du, wir hätten irgendwann nicht einmal etwas davon gemerkt? Vielleicht waren wir nur naiv und haben nicht mitbekommen, dass unsere Kinder erwachsen geworden sind. Frank und Millie. Also, das ist doch absurd. Es ist aber passiert. Na, schön. Schön. Nehmen wir an, es ist so, wie du sagst. Warum um Himmels Willen machen die beiden ein solches Geheimnis daraus? Wahrscheinlich ist es ihnen peinlich und sie wissen nicht, was sie tun sollen. Dazu passt dann auch Millies Verhalten. Millies Verhalten ist das einer jungen Frau in anderen Umständen. Nein, Arno, da steckt mehr dahinter. Ich fürchte, dass Frank nicht zu dem Baby stehen will. Ist er dir nicht auch seltsam vorgekommen in der letzten Zeit? Na schon. Ständig überreizt. Komm mal einen Abend zu Hause. Ja, passt alles zusammen. Erika, ich glaube es nicht. Aber für den Fall, dass du recht hast. Und Frank ist der Vater von Milenas Baby. Dann wird er auch die Verantwortung übernehmen dafür. Dafür sorge ich höchstpersönlich. Das war doch wieder typisch Clarissa. Du hättest ihr deine Spitzenbemerkung ruhig sparen können. Sie war eh schon total genervt. Soll ich etwa auch noch auf deiner Schleimspur rumrutschen? Jetzt hör mal auf, ja? Du müsstest dich mal sehen. Sobald sie nur auftaucht, fängst du an zu buckeln. Ach, Nonsens. Ich versuche nur, mit ihr klarzukommen. Schließlich könnte uns ihre Erfahrung noch nützen. Wir kommen sehr gut ohne sie aus. Das hat man doch vorhin gesehen, oder? Das ist eine bodenlose Unverschämtheit. Was denn? Ja, lies! Ja, was steht denn da? Komm, jetzt lies vor. Koma-Fußballer eröffnet Nobelboutique Prozeski, eine Provinzposse. Sag mal, das gibt's ja wohl nicht. Diese miesen Schweine. Das ist der Hammer, oder? Die Typen sollten wir verklagen. Jetzt reg dich mal ab. Das ist doch typisches Zeitungsgeschmiere. Ich verstehe nicht, warum mich das so kalt lässt. Das ist Rufmord. Uli hat recht. Womöglich bleiben jetzt die Kunden aus. Ist dir das egal? Natürlich nicht. Ja, dann lass uns schnell was unternehmen. Eine Gegendarstellung oder so. Jetzt mal ganz langsam. Ich will nicht noch mehr Staub aufwirbeln. Wir warten jetzt erstmal ab, ob dieser Artikel auch wirklich geschäftsschädigend ist. Und wenn ja, dann unternehmen wir was dagegen. Und so lange heißt es cool bleiben. So, und jetzt Schluss damit. Ich gehe duschen. Ich fühle mich total hintergangen. Frank hat mir was vorgemacht und mein Vertrauen missbraucht. Das verzeihe ich ihm nie. Herein! Hi. Frank, hau ab! Millie, bitte. Verschwinde! Es ist wirklich sehr wichtig. Dann mach's kurz. Du musst Erika sagen, wer wirklich der Vater deines Kindes ist. War das alles? Dann kannst du gleich wieder abhauen. Verdammt nochmal, Millie! Du kannst das nicht länger verheimlichen. Das ist meine Sache. Hör endlich auf, dich einzumischen. Es ist zu spät. Ich stecke schon viel zu tief mit drin. Erika denkt, ich hätte dich geschwängelt. Ich habe ihr gesagt, dass du es nicht warst. Beruhigt und jetzt hau ab. Das ist doch keine Lösung. Wir müssen uns überlegen, was jetzt am besten für dich ist. Wir? Ja klar, ich helfe dir natürlich. Darauf kann ich aber verzichten. Du weißt, dass du mir vertrauen kannst. Dir, dass ich nicht lache. Als du noch nicht wusstest, dass ich Dr. Love bin, hast du mir aber vertraut. Ich habe Dr. Love vertraut und nicht dir. Und du hast mich reingelegt. Aber ich wollte doch... Was sollte ich denn machen? Frag einfach Dr. Love. Millie. Lass mich einfach in Ruhe und halte dich aus meinem Leben raus. Ich mein's ernst. Falls du es dir doch noch mal anders überlegst. Ich bin immer für dich da. Darauf kannst du lange warten. Am liebsten würde ich die verklagen. Je länger ich drüber nachdenke. Aber das ist nicht so einfach, wegen der Pressefreiheit. Das gibt's doch nicht. Die können ja einfach schreiben, was sie wollen. Na? Immer noch Stress wegen der Zeitung? Ja, dir scheint's ja echt nichts auszumachen. Nicht mehr als nötig. Was gibt's zu essen? Es riecht hervorragend. Spaghetti als... Jetzt tu doch nicht so, als sei nichts passiert. Unser Name steht in diesem Artikel. Unsere potenziellen Kunden bekommen ein völlig schlechtes Bild von uns. Ja, das ist leider so. Der Artikel ist gedruckt und die Leute lesen ihn. Vielleicht bleibt uns jetzt gar keine andere Möglichkeit mehr, als unseren Namen zu ändern. Uli, fängst du schon wieder an? Es stimmt schon. Mit einem neuen Nachnamen hättet ihr bestimmt weniger Probleme. Ich habe keine Probleme mit meinem Namen.
Und nur weil irgend so ein Schreiberling Mist absondert, verleugne ich nicht meine Familie. Mensch, darum geht's doch gar nicht. Es reicht doch, wenn ihr euch fürs Geschäftsleben einen anderen Namen zulegt. Das ist doch eine Möglichkeit, oder? Ein fauler Kompromiss, sonst nichts. Mensch, kapier doch. Nach diesem Artikel nehmen uns die Leute überhaupt nicht mehr für voll. Ja, deren Problem. Jetzt red keinen Mist. Zufällig sind wir auf Kunden angewiesen. Uli hat recht. Überleg's dir doch wenigstens nochmal. Da gibt's nichts zu überlegen. Ich heiße Prozeski und dabei bleibt's. Guten Appetit. Da bist du ja endlich. Bin ich zu spät? Nein, aber ich konnte es kaum erwarten, dich zu sehen. Jackie, muss das sein? Tillmann kennt meine Pullover. Ach, den trage ich doch nur, wenn wir zwei allein sind. Der riecht so schön nach dir. Jackie, ich muss mit dir reden. Wegen heute Morgen? Das ist schon okay. Ich hätte dich nicht so unter Druck setzen sollen. Das meine ich nicht. Ich habe mich nicht deswegen zurückgehalten, weil es das erste Mal gewesen wäre. Sondern ich bin mir nicht im Klaren über die Kirche. Die Gemeindearbeit gefällt mir gut. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Wenn du dir nicht sicher bist, wegen mir alles aufzugeben, dann... Jackie, du bist mir wichtiger als alles andere. Liebst du mich? Ich liebe dich wahnsinnig. Ach, es geht dir wahrscheinlich einfach alles zu schnell. Ich darf dich nicht so drängen. Ich will dich nicht verlieren. Das wirst du auch nicht. Weil ich dich liebe und weil du mich liebst. Und egal, was auch passiert, ich warte auf dich. Hier, dein Saft. Danke. Hast du eine Freistunde? Hä? Weil du hier rumsitzen kannst. Ich wüsste nicht, was sich das angeht. Du hast ja heute eine schlechte Laune. Tut mir leid, ich schreibe gleich Mathe und ich bin sowieso schon gereizt. Na, hoffentlich nimmst du mich den Laden auseinander. Ich glaube es nicht. Jetzt reg dich bloß nicht auf. Nicht aufregen? Wenn das so weitergeht, brauchen wir gar keine Lizenz mehr. Du machst ja jetzt schon deinen Job nicht mehr richtig. Nur weil ich einmal nicht da war? Ich habe eine Menge Geld in dieses Projekt gesteckt. Und echt keinen Bock, das zu verlieren, nur weil du Geschäftliches und Privates nicht trennen kannst. Und du hast doch keine Ahnung. Ich schlag mich mit einem verdammt großen Problem herum. Das ist deine Sache. Trotzdem hast du deinen Job ordentlich zu machen. Hauptsache, du verhältst dich immer korrekt. Frank, wir sind Partner. Du hast mir gegenüber auch Verantwortung. Das sagt wirklich der Richtige. Du bist so erbärmlich, Nick. Ich nehme an, dass du Frank einlädst. Koma-Fußballer eröffnet Nobelboutique Prozeski. Sehr gut, Clarissa. Es lebe die freie Presse. Und die freiwilligen Helfer. Es wird nicht lange dauern und meine lieben Neffen werden zu Kreuze kriechen und mich um Rat fragen. Frau von Anstetten, Besuch für Sie. Hallo, Clarissa. Tag, Frau Schneider. Uli, wir haben es gerade gelesen. Ein unmöglicher Artikel. Diese miesen Schweine, die machen uns alles kaputt. Nicht gerade die beste Werbung für euer Geschäft. Dabei hat alles so erfolgversprechend angefangen. Ja, aber nach diesem infamen Geschmiere werden die Leute nicht mehr an eine Edelboutique denken, sondern an einen, entschuldige Uli, Heim für geschädigte Fußballer. Meinst du, der Artikel hat solche Folgen? Charlie, ich weiß, wovon ich spreche. Schließlich stehe ich schon lange genug im Licht der Öffentlichkeit. Das ist ja schrecklich. Die ganze Mühe umsonst. Was soll man jetzt tun? Ich kann meinen Vorschlag nur wiederholen. Legt euch einen anderen Nachnamen zu. Nick will das auf keinen Fall. Und ohne seine Zustimmung kann ich unseren Namen nicht ändern lassen. Dann sehe ich schwarz für euch. Gibt's denn überhaupt keine andere Möglichkeit? Ja, eine Sache käme natürlich in Frage. Das würde dein Problem auf einen Schlag lösen. Ja. Ich werde dich adoptieren. Ich fahre jetzt ins Büro. Komm vielleicht später noch nach, wenn die Familienangelegenheit geklärt ist hier. Viel Glück. Danke. Arno? Wenn Frank gleich kommt, versuchst du dann ruhig mit ihm zu reden? Sonst macht er gleich zu. Ich werde mir Mühe geben. Frank?
Kommst du bitte mal? Was gibt's? Setz dich, wir müssen mit dir reden. Hm. Hört sich nicht gut an. Richtig, es ist ernst. Worum geht's? Ich mag Leute, die dazu stehen, wenn sie Fehler machen. Ja, das sehe ich ganz genauso. Tut mir leid, ich habe jetzt noch was Dringendes zu erledigen. Setz dich! Man kann im Leben nicht immer nur seinen Spaß haben. Es gibt auch eine Verantwortung für etwas. Bist du da meiner Meinung? Ich weiß, dass es nicht immer leicht ist, die Konsequenzen für das eigene Handeln zu übernehmen. Bitte, Arno, worum geht's denn jetzt konkret? Bist du der Vater von Milis Kind? Quatsch! Warum streitet ihr ständig miteinander? Arno, bitte. Wenn ich jede Frau, mit der ich gestritten habe, auch geschwängert hätte, dann wäre schon längst die Weltbevölkerung explodiert. Frank! Das ist doch wahr, verdammt nochmal, ich bin nicht der Vater. Das ist doch Quatsch. Du benimmst dich verdammt nochmal sehr merkwürdig in letzter Zeit. Milli? Ja? Setz du dich bitte zu uns. Es geht hier auch um dich. Wieso? Was ist denn los? Ist das nicht ein bisschen viel für dich? Mach dir mal um meine Figur keine Gedanken. Freut mich, dass du meiner Einladung gefolgt bist. Sicher. Worum geht's? Ich möchte dich um was bitten. Ah, geht's um Patrick? Wie kommst du darauf? Oh, nur so? Gibt's wieder mal Probleme zwischen euch? Nein, überhaupt nicht. Ah, sehr gut. Dann wird der Auftrag auch keine Schwierigkeiten bereiten. Welcher Auftrag? In 2 Wochen steht ein größeres Ereignis an und ich wollte dich bitten, Fotos dabei zu machen. Hast du Lust? Ja, sicher. Gern. Schön. Patrick wird sich auch freuen. Es geht um seine Priesterweihe. Wir drehen uns hier nur im Kreis. Wie wäre es, wenn endlich einer von euch mit der Sprache rausrückt? Also, noch einmal, worüber habt ihr gestritten? Bitte, wir wollen euch nur helfen. Es tut mir leid, ich kann dazu nichts sagen. So leicht kommst du mir nicht davon, mein Freund. Wenn du jetzt nicht den Mund aufmachst, packst du deine Sachen. Das Ritual kennst du ja. Arno, du kannst der Frank nicht rauswerfen. Das ist kein Rauswurf. Diesmal ist es eine Scheidung, und zwar für immer. Solange der Junge nicht den Verdacht ausräumt, sich hier aus einer eminenten Verantwortung stehlen zu wollen, mag ich ihn nicht unter meinem Dach haben. Überleg es dir. Tut mir leid, Frank. Es liegt jetzt an dir. Hört bitte auf Frank rumzuhacken. Er hat mit der ganzen Geschichte nichts zu tun. Dann sag du endlich, was los ist. Das musst du nicht. Ich zieh aus. Nein! Es ist bestimmt besser so. Milli, wer ist der Vater deines Kindes? Das habe ich doch schon mal gesagt, dieser Austauschschüler. Hör mit dieser Geschichte auf, die nehme ich dir nicht mehr ab. Aber Frank ist wirklich nicht der Vater. Warum habt ihr dann gestritten? Weil der Vater... Milli, zum letzten Mal, wer ist der Vater? Es ist Nick.